Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zum Angezockt von A-Loft. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen was angebaut. Ich muss mal gucken, dass ich das jetzt mal hier fertigstelle. Okay, ich habe jetzt hier einen Boden falsch rum gemacht, sehe ich gerade. Ach, ist egal. Obwohl, ist nicht egal, oder? Komm, wir hauen das nochmal weg. Da kenne ich nichts. Jetzt muss ich sie natürlich wieder andocken. Und da war's, genau. So. Dann haben wir den Hammer hier wieder. Sehr gut. Okay. So. Ich mag es nämlich auch nicht, wenn es zu sehr in der Luft schwebt. Ne? Das geht ja mal gar nicht. So, die könnte ich eigentlich weghauen. So, jetzt brauche ich natürlich wieder Wände. Wände, 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 Wände. Einmal das. Das mache ich erstmal. Die Dinger zu, beziehungsweise mache ich... falsch gedrückt. Mache ich hier, wartet mal, mache ich hier wieder diese Wände hin? Nein. Hä? Moment, Moment, Moment. Ja, das wollte ich haben, genau. Einmal dahin, einmal dahin. Weil dann kommen nämlich die Fenster versetzt, nämlich hierher, weil die Fanny, nee, wartet, da brauche ich wieder diese großen Fenster, glaube ich. Wobei, hier könnte ich ja zumachen. Jetzt gucke ich nochmal gerade. Ach, ich drehe das immer. Ich bin noch mit der Steuerung nicht so ganz, ihr wisst schon, ne? So, jetzt brauche ich wieder hier so eine Runde. Wo waren die? Ach nee, die waren die hier mit bei? Eine runde Öffnung? Wie war denn das nochmal? Ach hier. Hier war's. Genau, weil da würde ich wieder so ein rundes Fenster hinhaben wollen. Das machen wir auch mal gleich. Sehr schön. So, denn... Tür brauche ich nicht. Gott, ich muss gleich niesen, glaube ich. Oh, ist das übel. Wo waren denn die... Nee, hier sind ja nur die Runden. Waren die hier bei Tür? Nee. Warum werden mir jetzt keine anderen Türen mehr angezeigt? Ich bin jetzt gerade ein wenig verwirrt. Wo waren denn die kleinen Fenster? Bin ich jetzt irgendwie ein bisschen blöd? Na, hier sind sie doch bei. Fanny, du musst auch mal richtig gucken. Weiter vorne. Da. Ich könnte natürlich auch hier so eine Eckige machen. Ist eigentlich egal wie rum? Ich glaube ja. Ja. Nein. Ach so, jetzt bin ich schon wieder umgeswitcht. Meine Güte.
Das geht gar nicht, oder? Muss ich doch die kleinen benutzen? Wahrscheinlich. Jetzt muss ich mal gucken. So lang. Ja, ja, ich musste die kleinen benutzen. Aber kein Problem, kriege ich hin. So. Machen wir das Ding jetzt wieder zu. Okay, das war's. So, dann muss ich das jetzt hier wieder weg, Dingens. So. Ach, jetzt steht da genau mein Bett. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus, ne? Jetzt, oh, jetzt muss ich mein Bett noch mal killen. So. Naja, gut, dann stelle ich mein Bett jetzt einfach woanders hin. Mein Bett ist hier. Dann stelle ich das Bett jetzt einfach hier hin. So. Genau, ist da kein Problem. Ja, ja, ja. So, weil ich brauche ja ein bisschen Platz für meine ganzen Stationen, die ich so habe. Aber ich muss jetzt hier irgendwie versuchen, auch eine Treppe reinzukriegen. Das wird jetzt auch nochmal ein Highlight. Aber wir haben ja hier so eine wunderschöne Wendeltreppen. Die ich jetzt natürlich erstmal drehen muss. Nee, das ist irgendwie... Ich hätte schon gerne eine mit Geländer. Wenn die jetzt hier irgendwie hinkommen könnte, das wäre wunderbar. Und wie geht das jetzt hier? Eine Etage. Ah. Oh Mann, Leute, das sieht ja mal cool aus. Und ich finde, sie nimmt auch kaum Platz weg. Ach schön, ja, das gefällt mir. So, jetzt brauche ich natürlich Böden. Ein paar Böden. Okay. Nein, wir nehmen erstmal die hier. Einmal dahin. Ich glaube, hier weiß ich nicht. Da muss ich erstmal gucken, ob das passt. Dass ich da hoch und runter komme, wisst ihr? So, dann brauche ich natürlich wieder runde Böden. Ein paar runde Böden. Einmal dahin. Ich glaube, hier kommt es nicht gut, ne? Ich glaube, hier muss ich ab. Bin ich das jetzt... Ach nee, da kommt ja gar nichts Rundes. Das ist ja eine Ecke. Okay, wartet, wartet, wartet. Scheiße, warum habe ich den jetzt gebaut? So. Es kann sein, dass ich das ja sowieso wieder abreißen muss. So, also. Wir werden jetzt erstmal das bauen hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob das passt. Ich glaube, ich komme hier... Nee, okay, ich komme hier gar nicht mehr runter. Ah, hier wird es auch eng. Okay, da muss ich also eine halbe Wand machen. Also einen halben Boden meine ich. Nicht eine halbe Wand. Den hier, ne? So, ich glaube, das müsste jetzt ausreichen. Ja, okay, super. Ich komme hoch und runter. Das ist die Hauptsache. Und es fängt wieder an zu
pieseln. Ah. Jetzt regnet es bestimmt rein in mein Häuschen. Egal, wir müssen weiterarbeiten. Ja? Wir müssen einfach weitermachen. So, runde Wände. Oh nein, hätte ich jetzt die noch nicht bauen dürfen. Doch, wartet. Das hat gerade angedockt. Na? Fanny ist ein bisschen zu schnell mit der Maus. Jetzt. Obwohl, ich könnte doch hier jetzt auch ein Fenster hinbauen. Ja. Das mache ich, das mache ich. Achso, nee, das ist ja bei den Türen, ne? Das ist ja bei den runden Türen. So. Ja, ich mache da ein Fenster hin. Das gefällt mir sehr gut. Glaube ich. Aber irgendwie will sich das Fenster da jetzt nicht hinbauen. Wartet mal. Muss ich schon wieder... Oder ich muss die Treppe nochmal abbauen. Shit, das will jetzt irgendwie nicht daran. Nicht runterfallen, Fanny. Okay, machen wir erstmal weiter, bevor ich mich jetzt hier festhake. Drehen. Dann überlege ich gerade schon wieder. Dann brauche ich wieder was Rundes. Aber diesmal mache ich, glaube ich, kein Fenster dahin. Einmal so. Dann brauche ich wieder so eine normale Wand. Ist die richtig rum? Ich weiß nicht, ist es richtig rum? Ja, jetzt ist richtig, ne? Wenn da jetzt kein Fenster hin kann, vielleicht sollte ich... Da das Fenster dann hinbauen. Da will es irgendwie nicht hin. Es kann aber auch sein, dass die Treppe stört. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Nein, das war jetzt auch wieder falsch. So, ich glaube so rum, ne? So, ich werde jetzt erstmal das bauen, bevor ich jetzt hier wieder alles abreißen muss. Achso, hier habe ich jetzt überlegt. Naja, ist egal. Kann ich am Nachgang immer noch machen wahrscheinlich. Da.
Dann mache ich aber jetzt hier die Runden. Die hier. Nee, eine weiter. Ich glaube so rum. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, sieht aber richtig aus, ne? So, jetzt ist meine Idee, kann man jetzt hier dieses Fenster auch... Nee, ne, das passt sich nicht an. Ach, schade. Ich dachte, dass man die kleinen Fenster dann eventuell... auch, dahinsetzen kann. So. Ich weiß nicht, ob das alles ausreicht, ne? für meine Werkbänke. Muss ich echt mal gucken. Also, passt mal auf. Ich werde jetzt erstmal... Jetzt überlege ich gerade, wo ich das hinstelle. Dreh dich mal. Aber ich kann es ja auch wunderbar... ja auch wunderbar schräg hinstellen. Das, was mir bei Dreamlight Valley echt fehlt. So, dann habe ich das schon mal gesetzt. Habe ich den Arbeitstisch? Den habe ich schon, ne? Ja, den habe ich schon dort. Okay, wunderbar. Die beiden sollte ich auf jeden Fall zusammenstellen. Oder die drei. So, dann mache ich den Steiner. Hierhin. Und die Säge. Eigentlich müsste die Säge raus. Eigentlich hat die hier überhaupt nichts drin verloren. So. Genau. So, und die Sachen, die bringe ich auf jeden Fall eine Etage höher. Das ist die Frage. Wie rum, ne? Ist das vorne? Keine Ahnung. Direkt vom Fenster ist auch nicht schön, oder? Ach so, ich habe jetzt wieder keine Holzbretter. Ja, willkommen. Willkommen, Holzbretter. Dann... sollte ich mal welche herstellen. So, ich mache das erstmal mit dem Minispiel, weil ich habe ja meine, mein Windrad noch nicht hingestellt. So, ich mache mal 15. Oder ich mache 20. So, noch einmal. Dankeschön. So. Genau, das wollte ich da hinstellen. Ach, Seile habe ich auch nicht mehr? Seile. Echt? Bin ich außerhalb der Reichweite oder was ist hier los? Was ist denn jetzt? Achso, hier habe ich dann... Ah ja, okay. Wartet mal. Wo habe ich denn jetzt die... Na, hier sind doch Seile. Ah. Wartet mal. Irgendwie?
kommt denn das Wasser her? Hm. Na gut, egal. Weiß ich jetzt nicht. Voilà. So, also nochmal. Versuch Nummer 3. So. Das. Ja, das sieht hier wunderbar klein aus. Jetzt weiß ich nicht. Wie rum? Aber das sieht auch schon mal gut aus. Und dann brauche ich noch das hier. Das kann ich ja wunderbar... Ach so, das wird eigentlich so hingestellt, ne? Okay, passt mal auf. Ach, jetzt muss ich das hier wieder... Dass man das hier nicht einfach so verschieben kann. Wieder zerstören. Die Windräder kommen noch nicht. So. Dann baue ich das so hin und dann kann das nämlich hoffentlich richtig schön hier rein. So, habe ich jetzt soweit alles gebaut. Ich habe den Arbeitstisch, ich habe die Säge, ich habe die Steinmühle, ich habe das Flachsdingens, ich habe die Spinne, ich habe den Webstuhl, ich habe das und ich habe das. Ja, ich habe jetzt alles. Okay, kann man eigentlich auch einen Stuhl craften? Nee, oder? Entweder gibt es noch einen Bauplan oder aber... Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also noch, ne? Ihr wisst schon. Ja, die Windmühle stelle ich auf jeden Fall noch hin. Und die ganzen... Dingens. Das ist aber nur die Frage... Wie ich den Rest mache. Fackeln könnte ich noch mal gebrauchen. Weil sonst wird es hier richtig dunkel. So. Ich mag die irgendwie an der Wand so ein bisschen. Also nicht jetzt hinstellen, sondern direkt an der Wand. Finde ich richtig cool. Jetzt habe ich noch 4. So, es werde Licht. Kann ich unten auch noch was gebrauchen, ne? Bei meiner Koch-Area. Okay, da geht's, glaube ich, nicht. Ach doch, geht. So, dann mache ich hier noch eine hin. Ich habe halt keinen Stoff mehr. Obwohl, da wo ich schlafe, muss da nicht unbedingt was hin, glaube ich. Ich werde das erstmal behalten. So, okay. Ach, hier unten habe ich noch keine, verdammt. Verdammt. So, wenigstens eine gemacht. So, ich muss mir nämlich nochmal diesen Stoff bauen. Ja, meine Lieben, da könnt ihr mir ja mal gerne sagen, wie ihr das jetzt so findet. Mein kleines Reich, ne? Ich lasse es auch offen. Ach so, wartet, ich könnte ja wenigstens auch einen Türrahmen bauen. Ein Türrahmen, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Ne, damit es nicht so
vielleicht sowas? Hat was, oder? Wir machen da jetzt auch keine Tür rein, das ist einfach nur ein Türrahmen. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ha! Langsam kriege ich es hin. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier auf meiner Insel bauen, bevor wir weiterreisen. Ja, ganz, ganz wichtig, weil ich muss ja erstmal das hinkriegen, was ich schon bereits habe, bevor ich mir wieder neue Dinge irgendwie besorge, wo ich dann wieder von Tuten und Blasen keine Ahnung habe. Aber ihr kennt mich, ihr wisst Bescheid. Also, macht es gut, habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!